Nach dem Sieg im ersten Spiel dieser Saison ist die Euphorie groß. Und ein weiterer Erfolg in dieser Partie heute, dann wäre es ein großartiger Auftakt. Zacharias Chibitzki wird uns heute als Schiedsrichter durch die Partie begleiten. Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Nein, er fällt jetzt nicht hin. Er bleibt auf den Beinen. Gündogan. Dorica. Samedov. Schmelzer. Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Jetzt müsste er angespielt werden. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Ja. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Schöne Flanke, aber der Gegner passt auf. Marco Reus. Sehen die Fans hier nicht so gern. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Und die Fahne ist oben. Spielt den Ball zurück. Ein herrlicher Pass. Achtung! Da hat der Torwart ganze Arbeit geleistet, obwohl der Schuss sehr hart war. Der Ball ist im Aus. Eckball. Subotic! Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Jetzt fangt bloß nicht an zu diskutieren. Das war ein klarer Elfmeter. Elfmeter und nur ein gelbes Kärtchen. Und die schimmert aber mindestens orange. Das hat er ganz locker.
locker gemacht. Ja, das wirkte fast schon lässig, cool. Und wie er ihn hier reinmacht, den Elfmeter. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau nicht selbstverständlich. Samedov. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Geht er rein? So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Bei manchen Ecken wird es gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Und nun Pavlyuchenko. Die Möglichkeit. Und er faustet den Ball weg. Nein, das sind keine Egoisten. Sie helfen ihm. Choluka. Samedov. Und nun Pavlyuchenko. Samedov. Diarra. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Gündogan. Wenn du den als Stürmer im Rücken hast, dann gibt's die idealen Pässe. Schnelles Passspiel. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Choluka. Samedov. Dorica. Samedov. So sieht das der Trainer gern. Und Achtung, genau hingeschaut. Die verstehen sich blind. Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Ihrer. Samedov. Reus. Flanke kommt. Der Unparteiische zeigt auf den Punkt. Strafstoß. Ein Elfmeterkiller ist er. Den Schützen ausgeguckt. Jetzt müsste die Flanke kommen.
1:0 zur Pause, knappe Führung, alles noch sehr, sehr wackelig. Ein guter erster Durchgang, siehst du das auch so, Frank? Ja, aber es wird diskutiert werden, Manni, über diesen Elfmeter. Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte. Harter Zweikampf. Und jetzt versuchen sie, sich freizulaufen. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Wojcikowski bewegt den Ball. Schmelzer. Wojcikowski. Sehr gute Flanke. Wahrlich keine schlechte Hereingabe, aber der Gegner, er hat aufgepasst. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Eine etwas schlampige Flanke. Sowas wird mit Leichtigkeit abgefangen. Gündogan. Das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Da springt er hoch und der Gegner grätscht ins Leere. Ja, perfekt gemacht. Wohl dem, der überkommt. Ein Versuch der Balleroberung. Samedov. Und nun Pavlyuchenko. Hummels. Durica. Samedov. Reus. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Vorteil, sie dürfen weitermachen. Ein Schiedsrichter muss immer schnell entscheiden und er hat sich dann doch entschieden, das Spiel zu unterbinden.
Schmelzer. Reus. Bender. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Und schon wieder holt er sich den Ball. Und er macht es ganz sauber. Vorne ganz, ganz wichtig und defensiv ein Malocher. Hier war. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Großkreuz. Die Flanke kommt gut. Eine präzise Flanke, aber der Abwehrspieler, er kommt trotzdem ran. Hier. Abseitsentscheidung korrekt. So, nun gibt es gleich mehrere Auswechslungen. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Hier. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gute Flanke. Da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das ist vielleicht schon die letzte Chance. Klares Foul. Es gibt Freistoß. Strafe muss sein. Freistoß aus gefährlicher Position und noch Platzverweis. Aber völlig zu Recht, das ging nur auf die Knochen. Ein gutes Stellungsspiel des Verteidigers und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Und Achtung, der könnte passen. Pavlyuchenko. Jawohl, tolle Parade des Torhüters und so. Jetzt kommt keine Verbesserung des Resultates mehr, auch keine Verschlechterung, denn das Spiel ist vorbei. Das ist doch peinlich für den Gegner. Trotz Unterzahl haben sie sich durchgebissen. Ja, meine ich, und das Entscheidende ist da, das ist noch bitterer für den Verlierer. Die Moral der Mannschaft in Unterzahl, die war klar besser. Ich hoffe und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Manni Breukmann. Ich sage Ihnen Tschüss, auf Wiedersehen, bis die Tage.